Wie gehen Sie damit um, wenn Sie an Ihre Grenzen stoßen? Ja, also ich finde, nach meiner Meinung gesehen, denke ich, dass natürlich schon Grenzen sehr, sehr wichtig sein sollte, dass man schon auch an den Grenzen stoßen sollte. Und ja, also ehrlich gesagt, gut, ich habe halt auch oft, auch manchmal halt auch traurige Sachen halt auch schon mal gemacht. Ich würde zwar schon ganz gerne mal auch meinen Führerschein machen, aber ja gut, manchmal ist es halt irgendwie halt auch traurig, weil ich weil meine Sehfähigkeit halt leider so schlecht ist. Ich würde ja gerne ja einen Führerschein machen, aber sehe halt leider ziemlich schlecht. Und auf dem einen Auge sehe ich halt weniger als 50, also auf dem einen Auge sehe ich halt, wenn dann mal ist es 50% auf dem einen Auge und auf dem anderen Auge noch viel weniger, als wenn ich jetzt eine Brille habe oder Kontaktlinsen habe, noch viel weniger. Also da würde ich eher schon auf meine Grenze stoßen. Auch wenn man zwar nichts machen kann dagegen, aber es ist zwar traurig, aber manchmal ist halt auch wirklich so, da muss man es halt und auch die Grenze halt auch leider auch irgendwie halt auch akzeptieren leider. Und was machen Sie dann? Also gibt es dann eine persönliche Assistenz oder holen Sie sich irgendeine Form von Unterstützung? Naja, also eigentlich habe ich ja auch, schon öfters mal auch mal zu hören gekriegt, Bezug jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt den Sehtest immer so gemacht habe, dass ich dann halt auch öfter mal immer so schlimme Erfahrungen mal bekommen habe, mal gekriegt habe. Wenn ich zum Beispiel nicht richtig sehen konnte, nicht richtig gucken konnte, da wurde dann auch zum Beispiel dann halt auch mal gesagt, die will nicht und so. Ja, wenn ich zum Beispiel nicht jetzt richtig irgendwo reagiert habe, da wurde halt dann auch mal so etwas gesagt, ach, die will einfach nicht, die hat zwar das Down-Syndrom, halt, die will halt einfach nicht. Dabei konnte ich ja eigentlich gar nicht richtig sehen. Und dann kommen halt dann halt auch halt leider solche Vorurteile oder halt solche Grenzen, dass man halt immer sagt, ach, die will nicht, die hat ja das Down-Syndrom, die will nicht.